Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In den vergangenen 20 Jahren haben die Politiker der Altparteien die Schule als großes Experimentierfeld betrachtet, auf dem man seine eigenen Ideen einfach einmal ausprobieren kann, ungeachtet der Tatsache, dass unser Land bereits über ein durchdachtes schulpolitisches System als Erbe einer langen Tradition verfügt. Damit haben sich eigentlich alle Schulpolitiker letzten 20 Jahre versündigt an den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Ja, CDU und FDP haben sich bis in die späten 90er Jahre heftig gegen die Verfechter der romantisch-utopischen Gleichheitsideen marxistischer Provenienz aus dem Lager der Rot-Grün den Schneid abkaufen lassen. Gewährt. Doch sie haben sich von Rot-Grün den Schneid abkaufen lassen. Dem linksgrünen Diffamierungsdauerfeuer gegenüber dem mehrgliedrigen Schulsystem als selektiv und sozial ungerecht, ja, das haben Sie doch dauernd gepredigt, das können Sie doch nicht abstreiten, konnten Sie nicht mehr standhalten, haben die Waffen gestreckt und sich mit dem Deckmäntelchen des Schulkonsenses einhüllend von der Debattenbühne geschlichen. Herr Ott, dass Sie hier rumbrüllen, nachdem Sie so eine Katastrophe in den Schulen hinterlassen haben. Sie sollten sich schämen, Sie sollten hier überhaupt nicht mehr auftreten. Jetzt stehen Sie vor einem Scherbenhaufen, eines nie dagewesenen Ausmaßes da. Und das Zerstörungswerk muss jetzt beseitigt werden. Wenn man sich die Ergebnisse des Bildungsmonitors anschaut, dann kann man nur Mitleid mit den Schülerinnen und Schülern haben und Zorn gegenüber denjenigen empfinden, die ohne Rücksicht auf das Wohl ihrer Kinder ihre lächerlich infantilen Ideen umgesetzt haben. Längeres gemeinsames Lernen, zieldifferentes inklusives Unterrichten, falsche Unterrichtsmethoden in allen Jahrgangsstufen, besonders in der Grundschule, will er nur sagen, Schreiben nach Gehör, ist da die besonders bekannte Fehlmethode. Offener und subtiler Druck auf die Lehrerinnen und Lehrer bei der Notengebung. Schüren falscher Hoffnungen bei Eltern und Kindern bezüglich deren Schulkarrieren. Diskriminierung der Hauptschulen und Propagieren des gymnasialen Schulwegs. Leistungsnivellierung in allen Schultypen. Nur ein Beispiel, Abschaffen des Fehlerquotienten bei der Bewertung von Englischklausuren. Wesentliche Verschlechterung der Lehrerausbildung. Der Ausflug von Schwarz-Gelb in die angloamerikanische Bildungswelt, G9 jetzt nur als ein Beispiel. Alles das und noch einiges mehr hat die Vorzüge des tradierten deutschen Bildungssystems schwer beschädigt. Die Ergebnisse kann man jetzt überall beobachten. Und in anderthalb Jahren schwarz-gelber Regierung bekam man das auch nicht weg. Zahlreiche Schüler, die nicht richtig lesen und schreiben können, davon, dass sie Texte sinnentnehmend erfassen können, will ich gar nicht reden. Große Mängel im mathematischen Bereich bei den Absolventen aller Schultypen, deshalb großer Mangel an Fachkräften in Industrie und Handwerk, dafür aber eine Überfüllung der Universitäten und bedauerlicherweise eine hohe Zahl von Studienabbrechern, denen dann auch nicht mehr die Vorkurse in Mathematik helfen, die mittlerweile ja an fast jeder Universität und Fachhochschule eingerichtet werden müssen. Überbeanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern in einem nie gekannten Ausmaß. Sie sollen in heterogenen, hyperheterogenen Lerngruppen unterrichten, in denen ein Unterrichten kaum mehr möglich ist. Und dass sie immer noch eine Reihe von hervorragenden Schülerinnen und Schülern aus der Schule in die Ausbildung oder an die Universitäten schicken, ist einzig und allein dem persönlichen Einsatz der Jugendlichen, ihrer Eltern und besonders aber ihrer Lehrerinnen und Lehrer zu verdanken. Aber zum großen Teil führt dieser persönliche Einsatz eben nicht mehr zum Erfolg und es macht sich leider, leider Gottes immer mehr Frustration breit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass viele junge Menschen nicht mehr den Beruf des Lehrers ergreifen wollen. Und deshalb wenden Sie, sehr geehrte Ministerin, insgesamt im letzten und im jetzigen Haushalt 3 Millionen Euro für eine Werbekampagne auf. So weit, so gut. Einmal unabhängig davon, dass keine Werbekampagne den Lehrernachwuchs erhöht, wenn das Image des Berufes nicht passt. Aber was da an Werbung produziert worden ist, schlägt dem Fass den Boden aus. Das Ausmaß an Infantilität ist erschreckend. Schauen Sie sich das mal an. Bitte schön. Großraumbüro mit Klasse kriegst du. Die Antwort auf alle Fragen bist du immer. Ständig neue Follower kriegst du locker.
und dann vom Lehrerliebling zum Lieblingslehrer läuft bei dir. Und Frau Ministerin posiert neben dann einem Bild, Job mit Pull-Status, gönn dir. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, Frau Ministerin, das mag ja vielleicht ganz lustig sein, aber erschreckend ist, Frau Müller-Recht, jetzt regen Sie sich doch mal ab, erschreckend ist, welches Bild vom Lehrer die Werbegestalter hier offenbar haben. Aber erschreckend auch, dass niemand in Ihrem Ministerium erkannt hat, welche Herabwürdigung dieses Lehrerberufes in dieser Werbung steckt und vor allem, welch einfältiges Bild hat man eigentlich von Jugendlichen, die diesen wichtigen und verantwortungsvollen Beruf einmal ergreifen wollen. So können Sie fürs Dschungelcamp werben, aber doch nicht für den Lehrerberuf. Das ist wirklich lächerlich und infantil. Und das empfinde nicht nur ich so. Ich habe mich natürlich erkundigt bei meinen Kollegen. Also, die sind mittlerweile ja nichts Besseres gewohnt. Die winken nur ab und schmeißen es in den Papierkorb. Aber eigentlich regen sie sich darüber auf, dass man mit ihnen so umgeht. Und dass man glaubt, so irgendwelche, na, ich hätte jetzt fast ein unparlamentarisches Wort gesagt. Also, Menschen, die nicht mehr ganz bei Verstand sind, würden jetzt Lehrer werden, weil sie das jetzt so wollen. Ich bitte Sie wirklich. Und das empfinde ich nicht nur so, das empfinden alle anderen auch. Und das ist übrigens ein wichtiger Bestandteil der Schulmisere, die wir in diesem Land haben. Dass rot-grüne Lehrern immer mehr Eigenständigkeit genommen hat und sie zu Erfüllungsgehilfen ihrer Nivellierungsstrategie gemacht hat. Sie haben sich noch immer nicht davon gelöst. Sie steuern zwar in der Bildungspolitik um, das begrüße ich auch sehr. Auch im Schulausschuss reden wir darüber, aber sie machen es halbherzig und immer in gebückter Haltung vor Rot-Grün. Und so findet man bei Ihnen noch eine Reihe von Haushaltstiteln, welche davon Zeugnis geben. Sie unterstützen weiterhin das gemeinsame Lernen mit erheblichen Mitteln. Und Frau Bäder, irren Sie ja gewaltig. Sie plärren immer die gleiche Melodie, aber es ist einfach falsch. Es gibt Studien. Lesen Sie auch zwischendurch auch mal die FAZ und nicht nur die Taz. Da können Sie auch von Heike Schmollmann Artikel lesen, wenn Sie feststellen, dass dort Studien veröffentlicht werden, in denen ganz deutlich und ganz klar gesagt wird, das gemeinsame Lernen in hyperheterogenen Klassen kann nicht gelingen. Und gerade Kinder aus prekären Verhältnissen brauchen das lehrerangeleitete Lernen in Klassen, in denen sie folgen können. Das ist Fakt, das lässt sich nachweisen und das werden wir auch als im Antrag hier reinbringen und im Ausschuss diskutieren. 13 Millionen geben Sie für das Institut Qualis aus. Naja, ein Institut, das völlig überdimensioniert ist und vor allem die rot-grünen Schulvorstellungen weiterverfolgt und in die Schulen trägt. Dazu gehört dann auch die Qualitätsanalyse, mit der Sie immer noch glauben, die Qualität von Unterricht und Erziehen messen zu können. Ich bitte Sie, sehr geehrte Frau Ministerin, wenn das Verfahren der QA wirklich so effizient wäre, dann hätten wir doch längst nicht diesen eklatanten Bildungsabbau. Eigentlich müssten doch dann die Schulen glänzen. Aber die QA prüft eben nicht nur allein Qualität der schulischen Arbeit, das macht sie natürlich auch, zugestanden, sondern sie implementiert Kriterien von Unterricht, die im Referenzrahmen Schulqualität vorgegeben sind. Und da ist eben die Ausrichtung von Lern- und Lernprozessen auf selbstständiges und selbstreguliertes Lernen die Kernforderung, denen sich alles andere unterzuordnen hat. Und genau dieses übertriebene, selbstregulierte Lernen trägt als Ursache für den Bildungsabbau bei, denn beim selbstregulierten Lernen verlieren vor allem die Schülerinnen und Schüler, welche nicht so gut organisiert und diszipliniert sind. Und das sind eben vor allem die Kinder aus Familien, in denen diese Eigenschaften den Kindern nicht vermittelt werden. Und das versuchen Sie jetzt nun durch Talentschulen aufzufangen. 60 Talentschulen in Stadtteilen mit besonderer Herausforderung. Ich sage Ihnen, es ist der falsche Weg. Es führt zur Segregation, es führt zur Stigmatisierung bestimmter Schulen, denn so dumm sind die Leute ja nicht. Sie nennen sie Talentschulen, aber sie wissen genau, dass sie eigentlich Brennpunktschulen heißen müssten und das macht keiner mit. Die Schulleiter der Berufskollegs in Essen haben ihnen schon abgesagt, sie wollen nicht für ein Experiment zur Verfügung stellen, von dem sie genau wissen, dass es zu nichts führt. Sehr geehrte Frau Ministerin, Ihr Haushalt zeigt, dass Sie nur an den Symptomen der Schul- und Bildungsmisere herumdoktern. Das führt zum Teil zu Verbesserungen, das will ich dir gerne zugestehen. Dass Sie bemüht sind, Förderschulen zu erhalten, da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil es den Kindern nützt, die einen besonderen Förderbedarf haben.
Aber es ist insgesamt zu wenig. Sie müssen sich besser, noch intensiver um die Schulen kümmern und noch stärker eingreifen in die Methodik des Unterrichtens. Und als Letztes lassen Sie mich sagen, dass Sie mit G9 den Geschichtsunterricht trotzdem nur über 7 Stunden in der Sekundarstufe 1 angesetzt haben, statt mit 8 Stunden. Das halte ich allerdings im Zusammenhang mit der jetzigen Situation, die wir im Land haben, wo die Demokraten sich wehren müssen gegen die Beschneidung von Meinungsfreiheit, halte ich das für ganz falsch. Wir bräuchten nicht nur 8, wir brauchten 10 Stunden Geschichtsunterricht von der 6 bis zur 10 durchgehen. Da würden Sie etwas für dieses Land tun. Vielen Dank.